Aufzeichnung startet und wir gehen in die Bildschirmpräsentation zu, was ist überhaupt dieses Making? Grundsätzlich hat das erstmal nichts mit Bildung zu tun. Das Spannende dabei ist, dass natürlich Menschen, es wurde eben schon von dem letzten Redebeitrag schon mal deutlich gemacht, dass es erstmal überhaupt nicht darum geht, etwas im Bildungskontext zu machen oder so etwas, sondern es kommt eigentlich vom Machen. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst so ein Bild ausgewählt, dass Menschen natürlich schon immer Dinge gemacht haben. Ja? Und wir haben aber tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel stärker mitbekommen, dass es sehr stark auch so eine Art gesellschaftlichen Trend, mal sagen, geben, den Dingen auf den Grund zu gehen, Dinge selber zu machen. Also natürlich gab es schon immer Handwerk und schon immer auch, auch im Freizeitbereich Nähen und Stricken und so weiter und auch handwerkliche Sachen, die Menschen selber gemacht haben für ihren persönlichen Bereich und so weiter, eher, wie gesagt, im Freizeitbereich. Und wir haben aber tatsächlich auch in den letzten Jahren immer stärker wahrgenommen, vor allem bei den Erwachsenen, also bei Erwachsenen, die sich dann am Nachmittag treffen und vielleicht auch Neubelebung von offenen Werkstätten, von Repair-Cafés. Also plötzlich entstanden Orte, die Menschen und Erwachsene vor allem machen, wo wir plötzlich ganz viel Soziales erleben. Menschen zeigen sich Dinge. Ja? Und dann bedeutet es, dass natürlich dann auch in diesem Zusammenhang sehr viel stärker auch Technologie eine Rolle gespielt hat, gar nicht so sehr aus dem Bereich das kommt natürlich aus dem wirtschaftlichen Bereich und so weiter. Da gibt es natürlich auch 3D-Drucke, die vor ein paar Jahren noch sehr, sehr, sehr teuer gewesen sind, 3D-Drucker. Und mittlerweile kann man die aber schon gut für 200 Euro kaufen. Das ist natürlich immer noch viel Geld. Spannender ist natürlich die Frage dahinter, dass sich in den letzten Jahren, wie gesagt, sehr viele Orte herausgebildet haben, ganz unterschiedlich organisiert, ob die sich Fab Labs nennt oder Makerspaces oder Repair-Cafés oder Werkstätten und so weiter, wo Menschen quasi nicht nur aufeinandertreffen, um sich gegenseitig Dinge zu zeigen und in Klammern damit lernen, sondern also sich gegenseitig unterstützen, sondern sich auch gegenseitig unterstützen, indem man nicht jeder muss einen 3D-Drucker zu Hause haben und so weiter, sondern da eben halt auch zum Beispiel auch Orte auffinden und so weiter. Technik und Technologien haben damit natürlich auch ganz viel zu tun, dass wir davon ausgehen, dass es gar nicht mehr so teuer ist, das zu tun, beziehungsweise in Anspruch zu nehmen, sodass zu diesem Handwerklichen auch immer mehr auch, je nachdem, wie die einzelnen Orte organisiert sind, immer mehr auch dazu kam in letzter Zeit. Also, dass die Menschen dir so ein bisschen auf den Grund gehen. Hinzu kommt auch noch so ein bisschen ein gesellschaftlicher Trend, den würde man auch so ein Do-it-yourself im Kontext auch sehen, was ja alles miteinander auch verwoben ist. Das hattet ihr auch in euren Vorstellungen auch deutlich gemacht, dass wir, glaube ich, zunehmend eine gesellschaftliche Entwicklung haben, dass wir so ein bisschen gucken wollen, was steckt denn da eigentlich drin in den Sachen? Ja? Also wie ist das eigentlich zusammengesetzt? Also Menschen, die plötzlich anfangen, wo dann Leute, die im ländlichen Raum leben, sagen, oh, das haben wir irgendwie schon immer gemacht, würde ich sagen, Menschen, die in der Großstadt leben, sagen, ich habe jetzt Bienen. Ja, so. Also es gibt sozusagen viele, viele gesellschaftliche Trends, das klingt so kurzweilig, die im Grunde genommen aber so ein bisschen darauf hindeuten, dass die Leute selber Dinge machen wollen, selber Dinge anfassen wollen, selber auch letztendlich dem auf den Grund gehen wollen, wie das eigentlich alles zustande kommt und so weiter. Hinzu kommt, dass sich dieser Begriff Making, dann wurden dann irgendwann sogenannte Maker-Fairs draus, es gibt dann Make-Magazine und so weiter, sich alles in diesem, auch in diesem technologischen Bereich abspielt. Ich habe mal so ein paar Sachen mitgebracht. Spannend wird es aus meiner Sicht, wenn sich dieser Begriff quasi wirklich so weit lässt, wie er möglich ist. Also ich persönlich beziehe Making nicht nur auf Digitalität und digitale Technologien. Das wäre für meine Vorstellung etwas zu eng gegriffen, weil ich damit vielleicht möglicherweise Dinge weglasse, sondern ich sehe eher den Bereich des Mixens von analogen und digitalen Techniken, also auch mit Holzarbeiten was zu tun, vielleicht dann einen Lasercutter einzuführen. Ich zeige euch mal was in die Kamera, um das mal deutlich zu machen. Das ist ein Holzstück und das ist sozusagen mit einem Lasercutter ausgebrannt in dem Sinne.
das Logo von unserem Maker Days. Also das ist sozusagen etwas, was ich anfassen kann und so weiter. Und da schlägt das Medienpädagoginnenherz in mir. Wie gesagt, ich komme aus der handlungsorientierten Medienpädagogik. Für uns geht es immer irgendwie ums Machen, ja. Und damit wurden quasi auch als medienpädagogisch gesehen so zwei Dinge verheiratet, die im Grunde genommen ja eigentlich gar nicht aus einer Familie kommen. Ja? Also das ist sozusagen etwas, wo Bildungsleute, so wie ich eine bin, gesagt haben, Mensch, das ist ja spannend. Ja? Und das haben natürlich nicht nur ich gesagt, sondern auch Leute, die sich zum Beispiel dann, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, die sich zum Beispiel damit Gedanken gemacht haben, Mensch, wie kann man denn kleine Platinen zum Beispiel, also wir zum Beispiel extra, das ist jetzt zum Beispiel eine, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das nennt sich Calliope. Das ist jetzt leider natürlich schwer zu sehen, weil ich ja in der Bildschirmpräsentation bin. Das ist etwas, was im Grunde genommen eigentlich dafür da ist, das meine ich mit Hardware, die entstanden ist, also solche Platinen, wo wir im Grunde genommen die eigentlich dafür da sind, ich erkläre das immer so ganz gut dabei, ein bisschen zu selber entdecken zu lassen, das ist jetzt etwas, was für Kinder direkt entwickelt wurde, selber entdecken zu lassen, wie Technik funktioniert, ja. Dass ich also nicht in diese Blackbox schaue. Ich kann zum Beispiel das dem Beispiel meines Telefons zum Beispiel mal Folge leisten, dass dieses Telefon zum Beispiel so gemacht ist, dass es nicht dafür gedacht ist, dass ich das verstehe, ja. Also technisch auch, von den Anlagen der Hardware her, also Apple und auch andere, nehmen sich die überhaupt nichts, by the way. Es ist ja nicht dafür gedacht, dass ich das in irgendeiner Weise auseinandernehmen kann und möglicherweise reparieren kann. Also wenn das kaputt ist, bin ich froh, wenn irgendeine Cloud mir meine Daten irgendwo hinterlässt, ja, und so weiter. Und so entstanden immer mehr auch kleine Lösungen, um das Ganze ein bisschen zu entmystifizieren, so habe ich das immer auch für mich so ein bisschen verstanden. Und deswegen sind wir, und das werdet ihr sofort merken, sofort in einem sehr spannenden Bildungssetting, was eher auf den ersten Blick sehr stark MINT-lastig ist. Also die MINT-Bildung zum Beispiel auch ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr stark, schon lange durch Stiftungen, aber auch durch Bundesmittel sehr stark gefördert wurden, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Also da ging es auch oft in so einem Tenor von, ja, wir brauchen so ein bisschen die neuen Fachkräfte, dass die alle so ein bisschen fit werden und so, ne? Bei Making, das ist natürlich sehr, sehr stark miteinander verschränkt, aber mir ist dabei ganz wichtig zu sagen, dass das K eine entscheidende Rolle hierbei spielt. Es geht mir nicht darum, dass die Kinder am Ende alle schön brav eine LED-Taschenlampe nach Anleitung bauen können, ja, sondern das K ist die Kreativität dabei. Also natürlich geht es in gewisser Weise darum, wie bringe ich die jetzt zum Leuchten, und das funktioniert nur auf eine bestimmte Art und Weise, könnt ihr euch vorstellen, natürlich, okay. Aber ich kann sozusagen diesen kreativen Raum dadurch öffnen und ich kann durch selber machen, worum es im Grunde genommen eigentlich geht, eben sehr, sehr stark quasi anregen, das, was wir in klassischer Schule zum Beispiel, diese Räume kann ich eben halt anregen, das, was wir in klassischer Schule oftmals vermissen, also außerschulisch jetzt gesehen, und wir sagen, Mensch, hier haben wir Möglichkeiten, zum Beispiel auch auf, jetzt mal weitergefasst, auf Antworten, auf Antworten zu kommen, deren Fragen wir noch nicht mal kennen. Also wir wissen ja im Grunde genommen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, die auf uns da zukommen, gar nicht so richtig, welche Berufe werden später da sein. Und im Grunde genommen wünschen wir uns, und das ist so ein bisschen das Bildungsideal, was dahinter steht, Menschen, die in der Lage sind, sich Neues auszudenken, sich auch auf Dinge vorzubereiten, von denen wir heute nicht wissen können. Ja? Das nur am Rande, das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, das auszuformulieren. Ich möchte es ein bisschen konkreter machen mit dem Nächsten, dass ich euch, wenn ihr genau hinschaut, sieht es, oder wenn ihr auf den ersten Blick hinschaut, sehen Making-Projekte, denke ich, ja, okay, sind beides mal irgendwie so komische Dinge dran und so weiter. An dem Beispiel möchte ich euch zeigen, wie vielfältig es eigentlich ist. Also wir haben ganz bewusst jetzt hier diese zwei Beispiele aufgeführt, die sind bei den Maker Days entstanden. Das eine ist, was ihr hier im Bild seht mit den vielen Federn dran, ist etwas, was
auch schon ganz kleine Kinder machen können, weil es mit einer LED funktioniert und dann mit einer kleinen Batterie und man kann relativ schnell Erfolg haben, in Klammern relativ schnell scheitern und auch relativ schnell sozusagen sehen, wie es funktioniert und dann drumherum ist dann Schwamm und der hat zwei Augen dran, fertig, ja. Im Grunde genommen geht es uns natürlich darum zu gucken, okay, an kryptische Dinge, wie bringe ich denn so eine LED zum Leuchten? Hier überall sind LEDs, ja, wie funktioniert denn das eigentlich? Das geht, ja. Und das kann ich vielleicht auch auf so eine Art der Heranführung vielleicht auch tun. Die andere Sache, wenn ihr genau hinschaut, dieses Bild ist schon ein Stück weit komplizierter, ja. Das ist ein Roboter, der auch sich bewegen kann. Üblicherweise sehen Roboter ja auch so ein bisschen wie menschenartig, das würde ich jetzt nicht so sagen, das ist immer noch. Und das ist natürlich sehr viel komplexer und da kommt das zum Einsatz, was ich eben schon hochgehalten habe, den Calliope, der auch viel im schulischen Bereich eingesetzt wird und den ich eben halt auf eine sehr kreative Art und Weise auch gestalterisch natürlich sehr unterschiedlich einsetzen kann. Das vielleicht so als ersten Punkt. Und dann habe ich hier euch einfach noch ein paar Sachen mitgebracht, die ich jetzt um mich herum habe. Es sind eben halt viele Sachen, die vielleicht auch in so einem Bereich sind. Wie gesagt, wir haben das in den Sachen, die wir in Leipzig machen und den wir auch von den Grazer Kollegen kennen, sehr weit gefasst, was wir unter Machen und Making verstehen. Und vor allem auch, ne, da spielen auch zum Beispiel solche Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel sich über analoge Fotografie mal Gedanken zu machen und zu sagen, wie funktioniert denn eigentlich dabei, in so einer Dunkelkammer zu stehen und so weiter. Also das so als Beispiel dazu, was ich euch gerne zeigen möchte. Oder eben halt sich ganz einfache Dinge, das heißt einfach, so Dinge zu überlegen, wie zum Beispiel auch in die Richtung des Upcyclings zu gehen und zu überlegen, wie kann ich denn, das kennt ihr vielleicht auch, habe ich früher auch schon gemacht, so eine kleine, kleines Portemonnaie aus einem Tetrapack zum Beispiel etc. Oder eben halt auch eine Textilwerkstatt hier zum Beispiel, das ist etwas, was bei den Maker Days auch entstanden ist, eine kleine Federmappe und so weiter. Oder eben halt auch mit einem Calliope, einem kleinen heißen Draht programmiert und so weiter. Und auch, das wollte ich euch auch noch zeigen, Löten, zum Beispiel ein Lötwerk. Das sind jetzt alles so Sachen, die übrig geblieben sind und nicht abgeholt wurden, die ich euch noch zeigen kann von unserer Werkstatt. Also das auch als Anregung, dass für meinen Begriff die Sache sehr vielfältig ist. Und hier nochmal als Hinweis, dass wir sagen, es hat in gewisser Weise oft etwas damit zu tun, dass wir Dinge miteinander in Zusammenhang bringen und miteinander auch interdisziplinär verstehen. Also dass es nicht nur um Informatik geht, dass es auch zum Beispiel um kreative Zugänge geht, um kulturelle Zugänge, um künstlerische Zugänge und so weiter. Dass es auch dazu gehört, dass Dinge quasi geschehen lassen, also dass wir sozusagen auch über das Ausprobieren, funktioniert nicht, zu Lösungen kommen, dass es nicht darum geht, im Gleichschritt alle miteinander eben halt etwas zusammen zu machen und alle zum gleichen Ergebnis zu kommen, sondern dass es sich von außen betrachtet oft wuseliger anfühlt und so weiter. Dass der Fokus schon oft, das wisst ihr, wer im Bildungsbereich arbeitet, dass es natürlich nicht in erster Linie um ein Produkt geht, sondern natürlich das, was währenddessen damit passiert, aber dass es schon auch in der Regel darum geht, dass wir etwas machen, also etwas Konkretes, auch gerne gemeinsam etwas Konkretes machen. Und das, was wir an der Haltung an Erwachsenen auch immer wieder erleben, ist, und das ist oft für Pädagoginnen, die im außerschulischen Bereich arbeiten, selbstverständlich, für andere ist das schwieriger, dass wir uns eher als diejenigen sehen, die die Infrastruktur geben. Also die letztendlich so ein bisschen dafür Sorge tragen, dass sie alles haben, damit sie zu ihrem Machen kommen und weniger als diejenigen, die sagen, okay, heute werden alle zu diese Sache eins zu eins so umsetzen und so weiter. Also das spricht auch ein Stück weit für eine relativ offene Sache, die eben zum Beispiel auch sehr unterschiedlich passieren kann. Also ich meine damit auch natürlich je nach Alter der Kinder, je nach Alter auch und nach der Voraussetzungen und so weiter. Und deswegen haben wir natürlich auch
sehr unterschiedliche Formate, in denen es möglich ist. Ich werde im zweiten Teil, in dem ich über die Maker Days spreche, über ein sehr offenes Setting sprechen, das vielleicht auch vorab. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir eigentlich nichts vorgeben, ja, was da an diesem Tag passiert. Wir haben natürlich eine gewisse Struktur, was Zeiten angeht. Es gibt eine feste Mittagspause und so. Aber im Grunde genommen entscheiden Sie, was Sie machen wollen. Und wir schaffen Anregungen, die zeige ich euch dann noch. Es gibt natürlich auch andere Ansätze, die eher auch über problembasierte Sachen gehen können, über auftragsorientierte Sachen oder über anleitungsorientierte Sachen. Also da geht es auch darum, natürlich auch den Blickwinkel zu öffnen, zu sagen, okay, ich habe mal so Beispiele mitgebracht, wo ich euch das ein bisschen am Beispiel Müll, also um es konkret zu machen, euch das ein bisschen auch deutlich machen kann. Also wettbewerbsorientiert wäre natürlich sowas wie eine bestimmte Aufgabe reinzugeben, die eher darauf aus ist, zu sagen, okay, es gibt einen bestimmten Auftrag und eine Challenge, die damit verbunden ist, zum Beispiel eben halt einen Mülleimer zu bauen, möglichst viel Volumen oder so etwas. Also das ist jetzt ein bisschen ausgedacht, dass das also gut zusammenpasst. Oder eben halt Anleitungen, also zu sagen, okay, wir finden relativ viele Anleitungen, zum Beispiel von diesen kleinen Sachen, die man natürlich auch ganz offen machen kann. Also man kann zum Beispiel natürlich auch sagen, hier habt ihr die Zutaten, zum Beispiel um diese LED-Taschenlampe zu machen und findet selbst heraus, wie das zum Leuchten bringt und wie das irgendwie halbwegs aussieht wie eine Taschenlampe. Oder man sagt, Schritt 1, 2, 3 und so weiter, das ist natürlich auch möglich, ja. Je nach Setting, je nach Möglichkeiten etc. Ja? Also das vielleicht auch als etwas, was sich in der, sagen wir mal, in der Offenheit und in der Konkretheit auch natürlich sehr stark unterscheiden kann. Ja? Also das nur als Beispiel, dass das natürlich möglich ist. Problemorientiert, das ist, finde ich, sehr anregend, wenn natürlich auch in Gruppen über verschiedene Dinge auch nachgedacht wird, also dass sie tatsächlich ein Produkt machen, was ein Problem löst, ja, und das nur als Beispiel dazu, dass man also sozusagen da auch überlegen kann, was da eben auch möglich ist und das Letzte natürlich einen Auftrag zu haben, dass man sagt, okay, macht etwas, was auch einen gewissen, ja, einen Auftrag hat, ja. Also das ist sozusagen jetzt mal so ein Beispiel, beziehungsweise um diese Möglichkeiten so ein bisschen auch aufzuzeigen. Soweit. Genau. Jetzt bin ich ein bisschen schnell durchgegangen, befürchte ich. Gleichzeitig natürlich die Frage, gibt es Fragen? Genau. Ansonsten kann ich hier auch noch relativ viel hoch zeigen. Ich habe hier so eine, so, könnt ihr euch nochmal Fragen überlegen zum allgemeinen Teil. Das kommt auch von den Maker Days und dann kann ich das hier auch mal umdrehen. Und dann könnt ihr sehen, dass das hier so ein kleiner Schalter dran ist. Könnt ihr nicht sehen. Warte, ich mache mal Stopp. Genau. Gibt es Fragen an der Stelle zum allgemeinen Teil? Genau. So, jetzt kann ich hier meinen Schalter zeigen. Genau. Da ist eine kleine, das ist Kupferdraht und das ist quasi ein kleiner Schaltkreis und dadurch kommt dann auch das zustande. Habt ihr Fragen? Irgendwie so. Ich habe noch eine Handyhalterung. Das kann man so reinstecken. Ja, gut. Okay. Okay. War das so vom rundherum in Ordnung oder wollt ihr etwas konkreter noch wissen? Wie ihr so einzelne Projekte konkret mit Leben füllt, das wirst du ja wahrscheinlich gleich am Beispiel der Maker Days auch noch ein bisschen ausformulieren. Ne? Also insofern kommt das ja gleich eh noch. Gut. Okay, dann gut. Dann mache ich mal an der Stelle kurz die Stopp.